Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die Pandemie hat einen neuen Höhepunkt. Nein, auch die Planlosigkeit der Verantwortlichen im Umgang mit dieser Pandemie. Die alte Bundesregierung hat bezüglich vorausschauenden Handelns komplett versagt. Sie hat rein gar nichts aus den vergangenen Wellen gelernt. Und die Ampel? Die Hütte brannte bereits lichterloh. Da haben SPD, Grüne und FDP in Honeymoon-Stimmung noch in aller Ruhe an ihrem Koalitionsvertrag gestrickt und ihre Pöstchen verteilt. Freedom Day-Euphorie, besonders stark ausgeprägt bei der FDP, traf auf Corona-Realität. Erst in der letzten Sitzungswoche wurden Änderungen am Infektionsschutzgesetz mit reduzierten Länderkompetenzen beschlossen. Jetzt, nur 2 Wochen später, werden die Kompetenzen der Länder wieder erweitert. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber Strategie schaut wirklich anders aus. Heute dann jetzt hier die Sondersitzung im Parlament. Gestern wurde kurz vor knapp der Gesetzentwurf verschickt. Ja, wir haben immer gesagt, in Notsituationen muss und kann dieses Parlament schnell handeln und schnell entscheiden. Aber es ist doch keine Notsituation, wenn Sie die Situation verpennen und die Aspekte nicht ausreichend berücksichtigen. Und bei der Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist dieses Vorgehen wirklich inakzeptabel. Es geht hier um eine Debatte über Grundwerte und Grundrechte. Und Kollegin Aschenberg-Dugnus, hier hat insbesondere die FDP 2 Prinzipien einfach mal so über Bord geworfen. Nämlich zum einen die Stärkung der parlamentarischen Debatte und zum anderen die Absage an eine Impfpflicht. Ich finde, ja, das ist ja jetzt hier kein geordnetes Verfahren. Es ist ein Schnellverfahren. Sie machen einen Grundrechtseingriff innerhalb von 4 Tagen. Und alle sollten sich bewusst sein, dass Versprechungen, die man nicht hält, extrem unglaubwürdig machen. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Schutz vor Risikogruppen, die muss man diskutieren, ja, das stimmt. Aber man muss die konkrete Ausgestaltung sorgsam diskutieren. Hier geht es nämlich größtenteils um die Beschäftigten, die jetzt seit nunmehr 4 Wellen in der Pandemie ihren Kopf hinhalten. Und die waren schon vor der Pandemie am Limit und die sind jetzt bei Weitem drüber. Und neben weiteren Verpflichtungen brauchen diese Pflegekräfte, insbesondere die Pflegekräfte, endlich das Signal, dass die Bundesregierung verstanden hat. Und deswegen gehen Sie endlich das Problem der Arbeitsbedingungen an, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung. Es geht nicht nur um Prämien, die Sie ja jetzt auch wieder aufgrund des chaotischen Vorgangs vorübergehend rausgenommen haben aus dem Gesetzentwurf. Es geht um dauerhafte Lösungen. Zweitens muss klar sein, dass die Regelung das Problem der 4. Welle nicht löst. Und statt ausschließlich über Impfpflichten sollten Sie auch mal über Impfrechte diskutieren. Es kann doch nicht angehen, dass 70, 80-Jährige in der Kälte stundenlang in der Schlange stehen müssen, um sich boostern zu lassen. Und es kann doch nicht sein, dass Hausärzte Termine zur Impfung erst im Februar vergeben können. Ordnen Sie doch endlich dieses Chaos. Und so ein Impfrecht, das muss auch weltweit gelten. Und deswegen fordern wir Sie erneut auf, geben Sie endlich die Patente frei. Es ist irrwitzig, von Impfzwang zu reden und bei der Freigabe der Patente zu schweigen. Die Pandemie kann nur solidarisch mit entsprechendem Weitblick und weltweit besiegt werden. Vielen Dank.